Hallo zusammen, hier ist der Rolf, genannt AC Major. Ich wollte euch mal ganz kurz einen Überblick verschaffen über die App Endless. Ist immer noch im Beta-Stadium, aber läuft schon ganz gut soweit. Ich habe mit dem Matthias vorher gesprochen und der hat gemeint, es wäre vielleicht ganz schön, wenn man das mal sehen könnte. Und ja. Ich habe das also quasi, ich habe mich für den Beta-Test angemeldet und kann deswegen die App bereits benutzen. Das Einloggen selber habe ich jetzt mal übersprungen. Hier sind im Endeffekt eine Liste von lauter sogenannten Gems, die wir hier schon gemacht haben. Und man kann entweder solo jammen oder eben einfach ein Gem weiter fortsetzen, was man irgendwann mal gestartet hat. Ich habe hier ja, ein Screen, wo ich unterschiedliche Instrumente habe. Ich habe Drums, ich habe Bass und ich habe Melodietöne und ich kann sogar das Mikrofon benutzen. Und dann eben auch Teile einsingen. Letztendlich gibt es auch noch eine FX-Section mit unterschiedlichsten Effekten, die man quasi auf einzelne Spuren oder auf das komplette Paket anwenden kann. Wie hört sich das dann an? Wenn wir jetzt quasi einfach mal einen Basic Loop starten, der aufgenommen wurde schon, tippt man da einfach drauf und dann läuft es quasi ab. Ich kann aber auch natürlich einfach anfangen und einen Loop erstellen. Um die Loop-Parameter einzustellen, muss ich hier bei den Settings einfach mal kontrollieren. Standardmäßig ist auf 120 BPM eingestellt und auch quasi nur ein Single Loop. Die Quantisierung ist eingestellt und damit kann ich eigentlich kaum daneben hauen bei den einzelnen Beats. Es funktioniert jetzt so, dass quasi automatisch der Loop schon läuft. Und wenn es mir gefällt, drücke ich da drauf auf das Touch to add Loop und dann habe ich im Endeffekt einen neuen Riff erzeugt, beziehungsweise einen Teil eines Riffs, weil ja, es ist ein Riff, ein einzelnes Element und da kann ich jetzt entweder weitere Drums dazu kann aber auch immer wieder zurück zu dem Basisbeat. Ja, und wenn ich jetzt dann quasi meine, okay, die Rhythmuslinie stimmt soweit, dann gehe ich zum Bass. Und wenn mir das jetzt überhaupt nicht gefällt, dann gehe ich halt her und lösche erstmal das wieder sofort raus, weil sonst wird es ja nur unübersichtlich. Gehe wieder zurück zu meinem Ursprungs-Drumset hier. Man merkt jetzt schon, wenn ich jetzt einfach immer weiter Loops addiere, dann wird es unter Umständen relativ schnell chaotisch. Vor allem, wenn man jetzt dann auch noch eine Melodie dazu spielen. Weiß, was man tut, geht es einigermaßen, aber natürlich wird es unter Umständen dann schon sehr schnell überfüllt. Der Reiz daran liegt jetzt auch, dass man mehr oder weniger mit dem Grundgerüst hergehen kann und einfach neue
Folgen ausprobieren kann. Das wird jetzt im Prinzip alles gleich als WAV-Datei gespeichert, beziehungsweise eben nicht die MIDI-Daten aufgezeichnet, sondern einfach die WAV-Dateien. Dann kann ich hier in der Übersicht zwischen den einzelnen fertigen Riffs mit dem gleichen Grundbeat hin und her wechseln und dann im Prinzip jammen. Ich habe jetzt hier jemanden schon eingeladen, mit zu jammen. Und das geht aber quasi nicht auf demselben Gerät, das muss auf einem anderen Gerät sein. Und ja, deswegen, das mache ich vielleicht in einem anderen Video. Genau. Damit habe ich jetzt mal so die Grundfunktionen erzeugt und angezeigt. Für jedes Instrument gibt es im Prinzip noch eine zusätzliche Einstellmöglichkeit, wo ich jetzt dann die Tonhöhe, das Decay oder auch den Grundton ein bisschen verändern kann. Ich kann letztlich auch in einem Riff gleich wieder zurück die Melodiespur ausblenden oder eben von mir aus auch den Bass ausblenden, um einfach Variationen zu erzeugen, und die kann ich dann theoretisch einfach zusätzlich wieder abspeichern. Weitergehende Aufnahmefunktionen habe ich im Endeffekt nur hier, dass ich das teilen kann als Einzelspuren bzw. auch als Video. Mit Audiobus oder IUM kann ich da jetzt noch nicht arbeiten. Genau, jetzt zeige ich noch mal ganz kurz, wie das mit den Effekten funktioniert. Da will ich jetzt zum Beispiel mal den Bass verändern. Und dann nehmen wir mal den Bass mit Saturator. Natürlich dann, wenn ich die Grundform nehme und dann die verschiedenen Effekte ausprobiere. Übereinander lege, kann es natürlich auch sehr schnell chaotisch werden. Deswegen nochmal zurück zur Grundform. So, und jetzt habe ich hier die unterschiedlichen Effekte auch auf sogenannte Riffs gelegt. Kann die jetzt natürlich auch kombinieren. Alles das kriegt jetzt quasi derjenige, den ich eingeladen habe, auch angezeigt, und er kann sich ein beliebiges Riff aussuchen und dann das als Grundlage für einen eigenen Jam nehmen. Solange wir in dem gleichen Jam zusammen sind, werden die Ergebnisse dann bei mir auch wieder angezeigt. Das sieht man hier mit den Buchstaben. Also ich habe jetzt hier R für RC Major und dann K ist quasi der Eingeladene, der jetzt hier mehr oder weniger mit demselben Grundmaterial gearbeitet hat und dann einfach seine Variation dazu gemacht hat. Okay, das wäre es jetzt erstmal so als grober Überblick über das ganze Thema Endless. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Berlin und bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Aber vielleicht klappt es das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.